Die Mietpreise in Deutschland, die steigen und steigen und es hört einfach nicht auf. Und besonders dramatisch ist das für manche Familien. So geht nämlich ihr ganzes Geld für die Miete drauf. So geht es auch der Familie Sander aus Hamburg. Doch für dieses Problem haben sie jetzt eine sehr ungewöhnliche Lösung gefunden. Das ist Familie Sander mit Papa Patrick, Mama Jasmin und den Kindern Emily, Sophie und Melina. Und den Hunden Rocky und Jette. In diesem Moment werfen sie ihre Wohnungskündigung in den Briefkasten. So, jetzt haben wir es erledigt, Schatz. Ja. Die Familie gibt ihre Wohnung mitten in Hamburg auf. Sie haben 45 Quadratmeter im zweiten Stock, die drei Kinder teilen sich ein Etagenbett, die Eltern schlafen im Wohnzimmer. Und dafür zahlen sie 700 Euro. Sein halbes Gehalt geht für die Wohnung drauf. Ich mache noch eine Ausbildung und wenn ich fertig bin, möchte ich eigentlich gerne Teilzeit arbeiten, damit ich auch noch irgendwie was mit meinen Kindern oder vor meinen Kindern habe. Und deshalb habe ich gesagt, ziehen wir um. Doch wer denkt, sie suchen etwas Größeres fürs Geld, der täuscht. Hierhin wollen sie ziehen, eine Autostunde raus aufs Land. 25 Quadratmeter, ein Wohnwagen mit Vorzelt. Bisher haben sie hier nur Urlaub gemacht, jetzt wollen sie ganz hierher ziehen, obwohl es weder mehr Platz noch mehr Komfort gibt. Später zahlen wir 70 Euro und die Kinder sind auch in einem Zimmer. Jetzt zahle ich über 700 Euro und was habe ich dafür? Nichts Größeres oder nichts anderes. Wir schlafen hier noch auf dem Sofa zu zweit plus die zwei Hunde. Die Kinder sind da drüben im Zimmer. Meistens kommen die auch noch nachts rüber. Und im Winter? Patrick hat mal so zwei Billig-Heizlüfter für 10 Euro gekauft, wo ich dachte, gleich schmeiße ich ihn die an den Kopf. Was soll ich denn damit? Da war das richtig kalt da gewesen, das war Herbst. Und die waren so gut, dass ich gedacht habe, zur Not kaufe ich mir davon noch zwei und dann belüfte ich das und kann da genauso im tiefsten Winter mit meinem Bikini durch den Wohnwagen hüpfen. Familie Sander zieht in den Wohnwagen. Ein Camper für 7 Lebewesen. Die Wohnungskündigung ist raus, jetzt gibt es kein Zurück mehr. In wenigen Tagen soll der Umzug starten. Noch stellt sich die Familie das ganz einfach vor. Aber jetzt wartet schon das erste Problem. Sie besitzen zu viele Sachen. Über die Hälfte muss weg. Wir alle müssen das alles ein bisschen reduzieren. Aber was genau, das weiß ich noch nicht. Und ich schaffe das auch nicht alleine. Also ich brauche da auf jeden Fall Unterstützung von meiner Freundin. Apropos Freundin. Sanders Umfeld weiß noch nichts von ihren Plänen. Aber das soll sich gleich ändern. Melanie ist im Anmarsch, um mit Jasmin einen Online-Flohmarkt zu machen. Weiß aber noch nicht, warum ausgemistet werden soll. Gekündigt habe ich heute. Die Wohnung? Ja, die Wohnung ist jetzt gekündigt. Und jetzt ziehen wir dahin, wo wir Urlaub immer machen. Das ist ein Scherz. Ehrlich? Echt jetzt? Ja. Und die Kinder? Und die Schule? Ja, die Kinder kommen natürlich mit. Und die Schüler sind ja auch Schulen. Und mit dem Platz? Ihr seid ja dann alle in einen Wohnwagen, ne? Genau. Wir wollen halt das Vorzelt noch weiter ausbauen. Okay. Und da dann quasi Wohnzimmer versuchen reinzukriegen, dass wir halt wirklich nur den Wohnwagen nehmen zum Schlafen. 15 Minuten wird diskutiert. Dann lässt sich auch Melanie überzeugen. Wer von uns hat 70 Euro Miete im Monat? Hat keiner. Ne? So, und für die Kinder ist es ja immer ein Abenteuer. Natürlich hat das auch manchmal so einen Touch, wo man dann denkt, die wohnen auf dem Campingplatz, können die sich keine Wohnung leisten? Was ist das denn für eine Familie? Und dann auch noch mit drei Kindern. Ne? So, das hat für manche einen bitteren Beigeschmack. Jetzt wird ausgemistet. 3 Stunden bieten sie online ihre Sachen an. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. So, Mausi, dann haben wir es geschafft. 380 Euro, es hat sich gelohnt. Ja, und wann hast du wieder Zeit? Wann machen wir nochmal? Morgen. Nochmal morgen? Morgen. Okay. Schaffst du das? Ja, ich ja. Fakt ist, sie haben immer noch zu viel Hausrat. Der Umzug soll bis zum Ende des Sommers fertig sein. Jasmin hat Druck wegen der ältesten Tochter. Die Große wechselt jetzt in die 5. Klasse und deshalb musste das jetzt alles so ein bisschen schneller gehen. Weil ich sie nicht erst hier in Hamburg einschulen wollte und dann wieder rausreißen und wieder neu anfangen. Hoffentlich geht das gut. Die Aussicht, demnächst rund 600 Euro mehr in der Tasche zu haben, lässt im Moment bei Familie Sander keine Zweifel zu. In 7 Tagen ist es soweit. Die Familie zieht in ihren Urlaubscamper und wir sind natürlich dabei.